Hey und willkommen zu einer neuen Let's Build-Reihe. Nee. Hey und willkommen zu einer neuen Folge zum Let's Build zur Cliff Villa. Endlich geht's weiter, ja, mit diesem Bauprojekt in der Wüste. Und wenn es euch ein bisschen kalt ist, wie mir heute auch zumindest, dann kommt mit mir in die Wüste nach Strangerville. Dort entsteht das Haus, falls ihr es noch nicht kennt. Ist ja schon einige Monate her. Es sind uns ein paar Releases dazwischen gekommen. Dann wird es dort richtig schön warm, ganz weit oben auf einem Felsen oder in einen Felsen reingebaut ist dieses Haus. Und heute richte ich das Wohnzimmer ein und die Küche und mache noch so ein paar Details, auch mit den Fenstern und so, mit den Türen. Das ist nämlich ganz schön tricky und es sind auch wieder einige Tipps und Tricks mit dabei. Und ich bin gespannt auf eure Meinung, denn ihr sollt ja wieder kommentieren, was ihr davon haltet und was ihr wie machen würdet. Das können wir dann in der nächsten Folge dann wieder mit einbauen. Jetzt wieder regelmäßig die Cliff Villa. Ganz viel Spaß. Jetzt geht's los. So, da sind wir hier. Willkommen zur Cliff Villa. So sieht das bisher aus. Lang ist's her, seit der letzten Folge. Meine Villa auf einer Klippe. Hier in Strangerville sind wir auf einem 30, nee, 20 mal 30 Grundstück, glaube ich sogar nur. Und das ist ein krasses Projekt. Passt natürlich hier sehr gut für die Aussicht auch, ne? Also da will man, glaube ich, leben. Und heute geht's weiter mit dem Einrichten. Ich habe mir wieder einiges überlegt. Letztes Mal gab es ja auch wieder das Thema mit der Küche. Wir haben letztes Mal auch den Würfel hier gemacht. Da kann man drin stehen. Das ist ein Glasboden. Und hier natürlich eine Raketenabschussbahn. Hier eine Raketenstartstation. Wie nennt man das? So, und Pool natürlich hier. Infinity obendrauf auf der Dachterrasse. Erreichbar durch Leitern. Und wir haben in der Mitte das Treppenhaus. In diesem länglichen Teil. Und dann hier unten dann noch entsprechend Zimmer. Hinten dann unten auch nochmal zwei und entsprechend natürlich alles voll verglast mit diesen Batu-Dingern. Da hinten ist dann noch so ein kleines WC bzw. Bad haben wir da auch noch. Und so sieht das aus. Jetzt sehe ich gerade, hier ist irgendwas kaputt. Müssen wir mal nochmal antippeln hier. Das macht das Spiel ganz gern mal. Ja, es ist quasi der Torbogen, aber es ist ein geschlossener Raum dadurch. Also es ist nicht offen. Es sind wirklich Fenster quasi. Es sind eigentlich Bögen. Aber dadurch, dass wir die umgedreht haben mit der Tool-Mod, haben wir unten auch einen Rahmen. Und dadurch ist es kein Durchgangsbogen, sondern ein Fenster quasi mit sehr sauber geputzten Scheiben. Ja, das ist so ein bisschen der Kompromiss, aber ich finde das halt total cool. Ich wünsche mir ja schon ewig so riesige Glasflächen, am besten auch modular, aber gibt es halt nicht ohne CC. Aber in dieser Reihe baue ich ohne CC und da sind wir letztes Mal bei der komischen popligen Küche stehen geblieben. Das geht so natürlich nicht, ne? Da muss man mal sagen. Jetzt habe ich mir was überlegt, so ein bisschen vorher. Und zwar machen wir die vielleicht so ums Eck rum. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Wenn man hier also diese Rundung da vielleicht nimmt, von der Inselleben-Theke. Oder auch die Ecke, das muss man sich angucken. Wir haben eigentlich immer geradlinig, ne? Da machen wir mal die Ecke. Dann können wir das hier vielleicht so machen. Und auf der anderen Seite, weil die Theke hat so eine schöne Form, da können wir auch mal die komischen Endstücke nehmen, die wir sonst nie verwenden. Wäre das nochmal ein bisschen kürzer. Dann haben wir hier so eine Bartheke. Da könnte man hier jetzt den Esstisch machen. Und den Wohnzimmerbereich haben wir ja da, ne? Mal gucken, ob wir die Farbe nehmen von der Couch, aber ist mal drin. Und da haben wir dann noch ein bisschen Luft für ein Hobby, ein Flügel oder irgendwie sowas. Und ja, das Ganze müssen wir dann hier natürlich auch noch ums Eck rum machen. Das wird jetzt ein bisschen kritisch. Ich will mal sagen, das hier muss da irgendwo ran. Dann holen wir uns da auch nochmal die Theken. Ich glaube, das geht, ne? Das kann man mal machen hier. Brauchen wir eine Ecktheke hinter? Jetzt ist die Frage, gehen wir bis dahin? Ich würde mal sagen, wir gehen bis dahin, sonst haben wir gar keinen Platz. Weil diese Ecktheken, das ist natürlich immer das Problem. Da kannst du eigentlich nichts reinstellen. Also nichts Brauchbares, nichts, wo die Sims rankommen. Aber da können wir mal alle Ecktheken und nachher vielleicht auch Schränke hier nachher noch nutzen. Das ist auch die Frage, wie machen wir das mit dem Kühlschrank? Ich glaube, der muss in die Ecke irgendwo hin. Dass der schön hier direkt erreichbar ist für einen kleinen Snack. Und wir müssen hier auch nochmal, das sehe ich gerade nochmal ein Stück weiter. Man kann die Inseltheken auch unabhängig vom Gitternetz platzieren. Aber ich denke, so passt. Ich glaube, wir haben jetzt ein Kästchen, ne? Ja, das ist immer ein bisschen mehr wegen der Theke, die ja nicht ein Kästchen genau groß ist, sondern ein bisschen schmaler ist. Und wir können jetzt da nochmal gucken, dass wir.
So, und dann holen wir uns wieder die Ecktheke hier rein. Und da dann diese hier. Das geht da unten auch noch. Da guckt noch die Leiste raus von unserem Sideboard. Aber wir können das Sideboard wenigstens hier wegmachen. Dann haben wir das hier sauber. Aber hier geht es leider nicht. Ja, weil da sonst hätten wir da eine Lücke. Das finde ich jetzt so besser. Merkt kein Sinn. Wenn man es nicht weiß, merkt es niemand. Wir haben ja auch hier jetzt diese Ecktheken. Die könnte man eventuell nehmen. Müssen wir uns angucken. Aber wir gucken uns auch mal noch die anderen an. Da gibt es ja nämlich die äußeren Eckenschränke. Die sind vielleicht ganz nice. Und den Herd würde ich aber dann hierhin machen. Dann machen wir hier den Herd. Ne? Das ist ein bisschen höher. Hier machen wir dann auch das flach zulaufend. Sollen wir dann... Also ganz zumachen würde ich es nicht. Es gibt ja auch mal die Möglichkeit, es so zu machen. Das ist aber so ein bisschen arg abgetrennt. Es ist so schon relativ hoch. Man könnte auch noch hier so einen Eckschrank reinmachen. Das ist auch mal ganz schön, wenn man die da quasi so anbringt. Das ist wieder was Besonderes. Dann könnte man hier gar keinen Schrank machen. Oder man macht hier dann noch so einen Schrank. Das ist ein bisschen das ganze Haus ist extravagant. Da ist nichts von der Stange. Das wäre eigentlich ganz witzig, wenn man das so macht. Aber ist natürlich schon sehr komisch. Ja, aber ich weiß auch noch nicht. Ich finde es irgendwie cool, weil es ist sowas, was man nicht alltäglich sieht irgendwie. Weil sonst so eine Küche, die hat ja irgendwie jeder dann. Und wenn da mal so eine komische Lücke da drin ist, das ist irgendwie irgendwas Krasses. Ich weiß aber noch nicht, ob es mir so gut gefällt, dass ich es haben möchte. Wie sieht es denn aus, wenn man es normal macht? Gut, dann müsste man entweder dann einen normalen hohen Schrank nehmen oder halt, ja, das ist auch ein bisschen blöd, wenn das hier so in der Mitte, das sieht aus wie so eine Zahnlücke irgendwie. Dass man da vielleicht so macht, dass es wenigstens hier zwei Schränke sind und da nochmal so ein... Ja, oder man nimmt noch den ganzen Schrank mit rein. Das ist natürlich... Also bei modernen Küchen ist es ja oft auch so, dass man hier noch sehr große Schränke hat. Es ist auch die Frage, macht man den dann hier rein oder nimmt man den an den Rand? Dann ist der nämlich, dann ist die Küche so, hätte ich so einen schönen Abschluss. Dann machen wir doch hier den Kühlschrank einfach rein. Ja, ist ein bisschen schöner, ne? Das ist ja ein bisschen zentraler in der Küche und trotzdem erreichbar hier, wenn man nur kurz einen Snack will. Und dann passt das doch so. Ja, in Schwarz dann würde ich sagen. Das ist, glaube ich, schon das Ding dann hier. Oder wir nehmen den extrem teuren hier, diesen 14.000 Dinger da. 14.000 Simoleon Dinger, das ist schon wieder eine andere Liga, aber der passt nicht so schön, oder? Passt nicht so schön da rein. Da gibt es auch nur in so einen Metall-Look. Den gibt es gar nicht in Schwarz. Braucht man eigentlich auch nicht. Wir haben auch das Metall hier und so. Also wir gehen in die Richtung. Ja, und jetzt müssen wir nochmal, machen wir das gucken erstmal, bevor ich da weitermache. Denn wir müssen natürlich auch gucken, welche Lampen passen da dazu. Jetzt könnte man natürlich die wieder nehmen. Ich glaube, die werden es auch. Das sind eigentlich einfach die geilsten Lampen, aber die sind ein bisschen zu groß. Wir brauchen die mittlere Deckenhöhe. Weil die sind so cool. Und da könnte man hier nochmal das Türkis-Thema, was wir auch hinten bei diesem Pool, das haben so ein bisschen die Farbe. Wir brauchen ja irgendwie noch eine Highlight-Farbe. Und so ein Türkis ist halt wieder, finde ich, voll schön so als Deko-Element. Und dann hat man da wie so eine Bar, so schön ums Eck rum. Ne? Das macht auch dieses Offene dann aus nochmal, dass die Theke da so schön ringsrum ist, auch zum Wohnzimmer hin. Und dann können wir da vielleicht auch Spülbecken reinsetzen. Das ist immer ganz cool. Das ist ein bisschen kommunikativer. Cool wären auch diese mehreren Lampen, die da aus Moschino. Das ist natürlich auch was. Da hätten wir auch wieder das Metallthema. Und die nehme ich nicht so oft. Deswegen es gibt nicht richtig und nicht falsch, ne? Fällt meine Entscheidung, glaube ich, doch da. Dazu, ich finde die so total cool. Die sind auch so schön frei, ne? Und wir können die auch schwarz machen, beziehungsweise wir könnten die auch metallisch lassen. Dass es da wieder ein bisschen dieser Metallic-Look gibt. Ja, ich glaube, wir lassen die metallisch. Weil das harmoniert ganz gut. Dann aber wobei das Metallische, das ist hinten ein bisschen heller, ne? Da wäre fast das Weiße sogar das Beste. Aber das gefällt mir jetzt gar nicht. Ich glaube, wir machen die doch. Ja, wir machen die grau. Ja. So, da kommen noch ein paar Küchendinger dabei. Und dann das Tiny House, gibt es auch noch solche Lampen. Die sind auch mega gut. Die müssen wir auch unbedingt irgendwie verwenden. Hier vielleicht im Wohnzimmer. Und dann haben wir das schon mal so ein bisschen... Ja,
Alternative wäre gewesen, hier nochmal so Hängeschränke zu machen, aber das versperrt auch die Sicht ohne Ende, ne? Ja, als Herd, da bleibt mir nichts anderes übrig. Zum Glück haben wir gewartet auf das Pack. Die Reihe startete ja für alle, die es nicht wissen, ein bisschen früher, also vor dem Schneeparadies-Pack. Und dann wurde die ja quasi abgesetzt, wenn man so will, weil das Schneeparadies-Pack hier dann den Platz eingenommen hat. Der ist cool, der ist modern, der passt. Man könnte sich nur überlegen, ob man hier diesen, aber das mit Lila immer oder mit so einem Weinrot-Thema und der geht halt wieder bis zur Decke. Ja, ist echt schade, dass den nicht in normal metallisch gibt. Man könnte auch den hier in Metallic nehmen, aber der ist auch so ein bisschen ausgelutscht eigentlich, ne? Auch so ein bisschen, passt auch nicht hier dazu, ne? Das ist so ein bisschen leicht ins Bläuliche rein oder ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall irgendwie geht das, ist es nicht ganz farblos. Und natürlich hier diese, die gehen auch. Ja, ich glaube, ja, das ist wieder die Sache, ne? Dann haben wir ja die noch. Die sind halt auch wieder, ich mag das nicht, wenn die so hoch sind. Die sind viel zu hoch eigentlich für so ein Herd. Die in der mittleren Wandhöhe, die müssen eigentlich ein bisschen tiefer sein. Wisst ihr, wie ich meine? Die müssen echt tiefer sein. So ein Stück. Die müssen echt ein Stück noch tiefer. So hoch ist kein Abzug. Aber der muss schon so hoch sein, wie ich ihn jetzt platziert habe, finde ich. Also sonst ist es echt irgendwie... Ja, die sind nicht höher als ein Kühlschrank eigentlich. Aber ich würde es jetzt mal mit dem lassen. Das finde ich ganz okay. Ja. Der geht bis zur Decke, ne? Das ist so ein bisschen mein Problem damit. Also der hier entsprechend. Ja, dann könnte man auch einmal noch verkleinern. Ist auch mal eine Möglichkeit, für die höchste Wandhöhe einen Abzug zu verkleinern. Und dann das so zu platzieren. Aber... Ja, ist halt wieder filigraner, ne? Aber die Lücke, da stört mich da schon wieder irgendwie. Die Kombination fand ich jetzt gerade auch nicht schlecht. Wir können den noch ein bisschen nach hinten aufsetzen. Das wäre dann vielleicht noch die Idee. Ist der nicht ganz, aber so bis er da hier ein andockt. Ja, viel haben wir jetzt nicht gespart. Glaube ich gar nichts sogar. Ja, das wäre noch was. Aber die Lücke da, die stört mich irgendwie. Da finde ich den dann... Hä? Oder nur den... Er geht so durch den Schrank durch, ist irgendwie komisch. Nee, ich mag das nicht. Wir machen den weg. Ja, und die anderen sind halt alle. Nicht mal durch die Packs kam was Neues dazu. Nur der hier aus coole Küchen und der ist aber nur für die niedrigste Wandhöhe. Das ist voll schade. Ich denke jedes Mal, oh no. Und den kannst du eigentlich nicht vergrößern, weil das ist so ein riesen Oschi-Abzug. Da ist schon wieder ein, also das ist schon, da brauchst du ja wirklich eine XXL-Küche, damit der nicht zu groß wirkt hier. Jetzt natürlich auch hier die Frage, macht man da eine andere Tapete? Aber wäre schon cool eigentlich. Wir haben jetzt überall diese Steintapete. Man könnte auch diesen fließenden Wellenstein hier mit reinnehmen. Finde ich auch ganz cool. Ist so ein bisschen gediegener, ne? Bisschen anders. Ist natürlich auch sehr dunkelweiß. Könnte man es auch machen. Wäre auch ganz schick. Hier oben. Aber ich würde gerne ein bisschen in diesem Naturstein hier drin bleiben. Ich finde das, glaube ich, cool. Wenn das wirklich... so ein bisschen in die Richtung geht, aber man könnte trotzdem mal gucken, ob man hier vielleicht noch die Wand danach anpasst. Es gibt ja durchaus hier auch noch andere Farben davon. Und das so ein bisschen... Ja, so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich habe mich schon so satt gesehen an dieser Tapete. Ich finde es cool, wenn es innen wie außen ist, aber... Also wenn es außen überall gleich ist, aber wenn es innen dann auch das gleiche ist, das ist halt ein bisschen schwierig. Ich würde gerne in dem Sandstein bleiben. Ich finde das voll cool. Aber ich würde es, glaube ich, nicht anders machen. Was sagt ihr denn dazu? Mit dem Boden bin ich mir auch noch total unschlüssig. Also ich persönlich hätte gesagt, wenn das wirklich Küche und Esszimmer ist, dann müsste man da eigentlich einen Steinboden oder so reinmachen. Steinfliesen. Und... Also irgendwas in die Richtung, aber so ein bisschen was Wärmeres, aber nicht zu mediterran, wenn ihr wisst, was ich meine. Eigentlich ein moderner, boah, das sieht aber, es ist natürlich schon krass, ne? Also orange, da kannst du die Couch natürlich vergessen und so, aber diese Farbe an sich, also sowas hatte ich wirklich noch nie. Finde ich jetzt nicht unbedingt schöner, aber ich möchte ja immer auch ein bisschen gucken, was gibt es denn noch? Was kann man denn noch machen?
Was kann man denn noch kombinieren? Das ist ja immer die Kunst eigentlich da dran. Irgendwas zu kombinieren, das mit dem Blau passt auch perfekt. Das hätte gut für zu unseren Lampen vorhin gepasst. Es ist halt schwierig, ne? Mit den vorgegebenen Farben da. Das ist schon. Man kann auch sowas machen und dann so einen schönen Teppich nochmal reinbringen. Ich glaube, wir müssen erstmal die Couchfarben da ändern, sonst kriege ich hier noch die Krise hier, wa? Jetzt auch wieder dieses Türkis hier drin. Oh, ich bin jetzt wirklich schon überlegen, ob wir doch nicht die Türkislampen da nehmen. Da bin ich schon wieder am. Na, dass man wirklich so einen schlichten Boden macht. Und dann eben probiert, das mit Teppichen und so ein bisschen wärmer zu machen. Der ist auch wieder zu. Nee, der ist zu außenlastig. Wir haben ja natürlich auch die aus Wellness-Tag. Die gehen irgendwie auch immer und die gibt es auch in so einem hellen Ton. Das ist auch mega, mega stylisch. Vor allen Dingen mit dem Licht, ne, wenn man es sich anguckt, ist schon cool. Wir haben da auch, glaube ich, noch den größeren. Das sind auch richtig schöne Fliesen. Ist halt auch wieder in der Farbe voll schade, ne? Machen diese schöne Fliesen, dann geben die uns nur zwei Töne davon. Ich meine, der ist jetzt gar nicht mal so schlecht, haben wir wieder dieses Metallische. Ne? Wenn wir das so durchziehen. Der wäre natürlich wieder natürlicher. Boah, der ist schon geil, der Boden hier. Und dann gibt es noch so einen wärmeren. Ah, das ist wieder zu viel. Entweder Wand oder Boden hier, ne? Sonst sind wir voll im Stein. Ich meine, es sieht nicht schlecht aus, wenn man voll im Stein ist, in Anführungszeichen. Dann machen wir den irgendwie unten in so einem Schlafzimmer oder so. Das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit. Das sieht dann so ein bisschen mehr aus, wie wenn das so mit dem Stein nochmal irgendwie verbundener wäre. Aber mit dem Holzboden, ehrlich gesagt, hat es mir jetzt irgendwie besser gefallen. Vielleicht auch doch wegen dem Kontrast. Also ihr merkt, ich bin unentschlossen. Ihr merkt, ich weiß gar nichts. Die Fliesen sind auch total schön, aber das mit dem Gold, das nervt mich da halt. Das kann ich doch nicht machen hier mit dem Gold. Ja, das geht nicht. Der Rote gleich gar nicht. Boah, das ist ja mal ein Rot. Also, er ist schon fies, ne? Ist schon fies. Der würde wieder halt sehr sauber wirken. Auch ein toller Kontrast zu unserem Schwarz. Ich bin da wirklich, wirklich am Hapern. Da müsst ihr mir, glaube ich, nochmal helfen hier ein bisschen. Das ist nicht so easy. Ich denke auch, wir nehmen einfach unseren Holzboden vom Anfang. Der ist irgendwie angenehm. Dann haben wir das Bräunliche mit drin, aber nicht zu viel. Sieht trotzdem sauber aus, ist auch relativ hell, durch den Kontrast dann ganz gut. Und es ist warm. Ja, es sieht warm aus. Ich glaube, ich bleibe bei dem. Ja, alle guten Dinge sind drei hier am Anfang. Hätte man es auch lassen können. So, dann holen wir jetzt, machen wir da mal weiter und ihr schreibt mir das nochmal, oder? Jetzt wäre natürlich cool, wenn wir den auch wieder in diesem Steinton hätten von unteren Klippen hier, ne? Das wäre natürlich schon gut. Ich würde dann aber eher auch hier in so einen gehen. Oh ne, jetzt haben wir wieder ein Schwarz, du, ne? Ein Türkis, meine ich. Also jetzt müssen wir langsam in diese Türkislampen da gehen, sonst... Da gibt es auch solche... Aber die würde ich dann eher schlicht machen. Ja, die lassen wir weiß. Wir probieren es mal ein bisschen schwarz-weiß mit so ein bisschen Erdtönen dabei. Ne? Ja, oh, ich finde das voll gut mit den Lampen. Das ist wie so ein Studio-Loft. So voll cool irgendwie. Dann könnt ihr auch die da nehmen. Weil da haben wir ja schon Türkis. Da brauchen wir ja andere auch. Und die sind jetzt auch nicht so tief, dass die bei den Fernseher hängen. Und hier machen wir meine... Ja, die erste... Manchmal ist die erste Intention doch die beste, ne? Das ist schon oft so. Aber ich möchte trotzdem mal probieren. Es ist nicht so, dass ich sage, hey... Wir müssen jetzt die da nehmen gleich. Es gibt ja einmal die da auch, aber es gibt auch die. Wäre natürlich auch gut, weil die haben auch so ein bisschen beige oben drin. Und der Schirm ist halt schön türkis, ne? Da würde ich die mal nehmen. So, machen wir zwei Stück. Hier einmal jeweils in die Mitte.
Sind das hier in der Mitte? Übrigens, T könnt ihr drücken, dann könnt ihr ganz von oben gucken. Es geht oft nicht mit der Maus, wenn ihr T drückt. Witziger Nebeneffekt, also wenn ihr so seid und T drückt, dann geht es nach oben. Wenn ihr wieder T drückt, also seid ihr oben. Wenn ihr wieder T drückt, dann geht es wieder auf die Position zurück, wo ihr vorher wart. Dann könnt ihr kurz gucken von oben. Okay, gehen wir wieder zurück. Also so, T, wieder zurück. Mit entsprechend Abstand, dass es auch in der Mitte ist. Ding, 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 ding. So. Ja. Türkis ist halt einfach auch. Wird nie langweilig, ne? Was haben wir denn da noch an Türkis? Ich sehe ja schon die ersten wieder. Jetzt gucken wir mal, ob wir da was. Farbe, grün, blau. Ja, da gibt es natürlich die Metalligen hier, aber das sind so Außenhocker, ne? Metallic. Die werden schon irgendwie wieder Retro-Style hier. Das ist jetzt wieder die Schwierigkeit. Wir müssen nicht unbedingt hier türkisfarben nehmen, aber wer wird sie schon anbieten? Die sind wieder. Ja, es geht noch. Aber wenn man ein Auge zudrückt, dann gehen die noch, du, ne? Die nicht mehr. Aber die da rechts, die gehen schon ein bisschen ins Türkis rein. Das ist schon gut. Das ist schon sehr gut. Die sind auch relativ schlicht. Ja, das ist wieder das Holz zu stark hier. Das Bräunliche. Ich finde es immer ganz cool, da auch mal reinzugucken. Wir haben auch noch hier was Knalligeres. Das ist aber wieder, geht so sehr ins Blau. Das auch. Es ist mehr so ein grünliches Türkis, ne? Ist eine Mischung zwischen. So eins ist es mehr. Das würde gut aussehen. Können auch eine Massageliege hier reinsetzen in das Wohnzimmer. Ich so nicht. Das ist so eine Villa da. Da haben wir mal eine Massage. Hat er aufgebaut hier, der Masseur. Der kommt hier immer und dann. Aber wir können die rausstellen, vielleicht, wieso du nicht? Ja, es ist ja nicht viel Platz, aber für eine Massageliege, da reicht's. So, da kannst du. What? Runterfliegen hier. Da kannst du schon mal machen. Da haben wir da hinten auch mal noch eine Interaktion, weil hier kommt man ja so schlecht raus. Eigentlich. Gut, man könnte ja auch nochmal so eine Tür reinsetzen, würde ich mal sagen. Dann müsste ja eigentlich noch gehen. Das wäre doch was hier. Ja, ist halt wieder, da ist wieder die Dinge hier unterbrochen da, ne? Kann man da nochmal irgendwas tricksen hier oder so oder irgendwie was hier? Die Sache ist halt die Sims, die sollen natürlich auch nicht durchlaufen. Und da muss man dann schon mal gucken auch. Aber man kann das vielleicht so machen, weil das Coole ist, ja. Man kann das andere ja hier drin verstecken und das flackert auch nicht, weil das ja da drin einfach versteckt ist. Und dann machen wir das Ganze hier so, dass wir da ein bisschen weiter einfach von der Ecke weggehen. Weil wir brauchen unten schon diesen Sockel in Anführungszeichen. Sonst sieht das komisch aus. Und hier ist halt wieder zu knapp, ne? Pah! Ah, diese Ecke da, da sammelt sich der ganze Staub, ich sehe schon. Ja, es ist nicht so befriedigend. Man kann es vielleicht noch ein Stück hier, dass es da noch eine Kante und da noch eine Kante gibt. Aber so ganz kriegt man es, glaube ich, nicht weg. Ja, es ist okay. Es ist okay. Es fällt nicht so sehr auf. Man könnte ja auch noch mal ein bisschen hier. Das ist halt auch wieder wegen. Die äußeren Dinger sind ja gerade. Das Ding muss schon in der Mitte sein, ja. Uje, uje. Aber wir könnten hier, glaube ich, noch ein bisschen spielen. Wir könnten hier noch ein bisschen spielen, wenn wir das hier noch ein bisschen rüberschieben. Aber das hilft uns da auch nichts, ne? In dieser Kante. Ah, doch, hilft uns. Auf der anderen Seite hilft es uns. Weil dann haben wir auch am Eck. Hier sind wir auch ungefähr so weit rein. Dann können wir das hier auch machen. Und dann können wir hier noch. Ja, gut, das hat jetzt nicht geholfen. Dann müssen wir noch ein bisschen weiter rüber auch. Und dann könnte man hier noch ein bisschen weiter rüber. Das ist ja wieder Feinarbeit hier, ja. Dann haben wir wieder hinten so eine Lücke, aber dann ist da wenigstens zu. So. Ja, so ist gut. Kleiner Blitzer noch, aber das merkt keinen Sinn. Ja, hier noch eine Massage. Dann können wir die auch darüber packen. Dann haben wir ein bisschen mehr Lüftchen. Und. Ja, wir kaschieren das Ganze ganz klar mit Vorhängen.
Also die, man braucht ja auch Vorhänge, ne? Wenn das so in der Wüste ist, in Anführungszeichen, dann muss man schon mal gucken. Ich glaube, die sind die richtigen und die gibt es ganz in weiß. Ja, so schöne Schlaufendinger, die sind richtig schön hoch. Man kann die auch super kombinieren für die Länge, so wie man es will. Oh, da hätten wir, können wir auch. Ja, passt doch, ne? Passt doch. Hängt das so ein bisschen über, das ist okay. Dann ist doch schon gleich der Blitzer hier weg, du. Ja, jetzt haben wir schon das gelöst. Und dann machen wir das so, dass die schön... Machen wir dies so oder da. Ich möchte halt nicht nochmal einen rein, sonst ist wieder das Offene hier zerstört. Das Offene ist zerstört. Ja, da fehlt oben die Stange, das wäre komisch, wenn da oben die Stange fehlt. Müssen wir eigentlich noch einen machen dann. Oh je. Das sieht auch ein bisschen komisch aus, weil das da oben so auf den Dingern da hängt. Das wäre irgendwie ungünstig, wenn man den Vorhang zumacht. Dass es dann... Ja, wir können das aber vielleicht auch nochmal so machen, dass wir die... die gehen nicht bis zum Rand, ne? Die flackern dann auch. Vielleicht können wir da was draufstellen. Im Notfall. Weil da haben wir noch Luft. Da können wir noch rüber. Das ist ein bisschen schlichter wieder. Dann haben wir das Eck nämlich kaschiert mit den Vorhängen. Und hier geht's dann genau auf, oder? Hoffe ich? Ich hoffe. Ah, nee, nicht ganz. Können wir noch ein Stück weiter rüber? Müssen wir ja wohl. Man hätte ja auf der rechten Seite beginnen sollen. Dann wäre es da sauber gewesen. Ja, müssen wir jetzt auch. Oi, oi, oi. Also wir gehen da sauber an den Rand. Machen hier dann weiter. So. Und hier ist dann halt eine Lücke. Aber da stellen wir irgendwas drauf dahin, weil der flackert jetzt so leicht. Wobei es geht, man sieht es gar nicht, weil es schwarz ist. Schwarz und weiß ist immer gut für Flacker-Alarm. Solange man es nicht hovert mit der Maus, flackert es eigentlich nicht. Ja, sehr gut, oder? Ja, jetzt sieht es auch mehr nach Fenster aus. Wisst ihr, wie ich meine, wenn das so Vorhänge sind? Dann ist es auch so ein bisschen behangen. Verflixt und zugenäht. Von außen sieht es ja trotzdem top aus. Ja, da muss man schon sagen. Hier kann man auch so ein bisschen ineinander gehen, ja. Von außen sieht es natürlich geil aus. Ne? So riesige Glasflächen, so ein paar Schlaufendinger, die man auch noch verschieben kann, so wie man es gern hätte. Und es wirkt ein bisschen wärmer und ein bisschen edler durch die ganzen Vorhänge. Ja, ja. Man sieht trotzdem noch voll gut raus. Also das ist ja das Wichtigste, dass man hier wirklich mittendrin sitzt und dann rausguckt. Geil. Okay, dann gucken wir mal nach unserem Esstisch, ob wir den da noch reinkriegen oder ob wir den vorne hinstellen. Also hier oder da. Ich hätte ihn ja schon gern da. Ha. Haha. Passt das da? Wäre auch nur eine Möglichkeit für eine Bar. So eine Bar ist ja auch immer, wenn man sich so Filme anguckt und die so Villen da haben, dann wie irgendwie immer eine Bar. Und voll die Säufer, wenn ich das mal so sagen darf. Und das ist schon zu eng eigentlich für den Esstisch. Ne? Das wäre schon ein bisschen gedrückt. Deswegen machen wir den doch dahin. Natürlich mit Schwarz und mit diesem bläulichen Glas. Und ich würde schon sagen, quer zur Tür kannst du es fast nicht bringen. Der müsste eigentlich schon entweder, der müsste mittig drin stehen. Weil das sind zwei Türen, das ist voll ungünstig. Wobei dieser Raum ist eigentlich das WC. Hier ist noch ein Zimmer und das Treppenhaus. Ne? Das ist so... Und dann rechts und links. Und ich weiß auch schon, welche Stühle. Jetzt mal gucken, ob ihr mich kennt. Wisst ihr, welche Stühle ich nehme? Ihr wisst es, oder? Ja, die ganz unten, die letzten. Aber die muss man sich erst freischalten. BB. Show Hidden Objects. Alle Cheats gibt's auf SimFans.de und auf dem Cheater Mousepad. Nee, das ist der falsche Cheat. BB. Ignore. Gameplay Unlocks. Entitlement. Ja, entscheiden, welcher der richtige ist, müsst ihr dann schon noch selber, aber die stehen zumindest alle mal da drauf. Da können wir dann auch die schwarzen nehmen, also die metallischen. Mit dem Türkisrahmen, ja. Das ist geil. Oh ja, da hätten wir jetzt ja auch noch Platz. Sollen wir dann da lieber die große nehmen? Also die ist ein bisschen schwerer, die braucht man eigentlich gar nicht beim Wohnzimmertisch. Und beim Wohnzimmertisch doch wieder eine andere. Ich meine, bei so Lampen, da kann man ja gern ein bisschen spielen. Ich finde, da muss man nicht immer die gleichen nehmen. Es wäre sogar komisch, wenn man für die Bartheke die gleiche Lampe nehmen würde, wie für den Couchtisch.
Aber die ist doch schön. Die ist so filigran und trotzdem, man könnte sogar die Tiefe nehmen. Wir nehmen auch die Tiefe hier, ne? Die ist zwar ein bisschen jetzt vor dem Fernseher, ja. Sehr grenzwertig hier, aber die ist cool. Die ist cool. Vielleicht gibt es da so eine Elektronik, wo die so hochfährt. Dann so, nee. Wollen Sie was gucken? Ich fahre die Lampen hoch. Komfort. So. Ein Sessel wäre noch gut, ne? So ein bisschen mickrig ist die Couch hier schon. Also ein bisschen wenig. Da gibt es auch einen coolen, und zwar aus dem. Haben wir da noch irgendwie einen Filter drin? Aus dem Bowling-Abend-Accessoires-Pack. Oh, da gibt es sogar so einen bläulichen, aber leider nicht so türkisbläulich. Weil der da eigentlich gar nicht so, ja, nee, so ein bisschen schon, da geht es schon blau. Ja, schade, ne? Oh, das wäre so cool, wenn man die einfach einfärben könnte, Emilia-Mann. Wäre in Weiß natürlich cool oder auch in Schwarz. Wäre auch noch was. Ein bisschen zu einem Ausreißer. Wäre auch was. Ich würde aber trotzdem, glaube ich, den Weiß nehmen. Der ist doch besser hier mit dem Kissen da auch noch. Hätte ich gerne ein bisschen. Oder gibt es ja einen Ding, aber das wird ja zu knallig. Blau-Türkis. Dann müsste man den da nehmen. Den Weißen mit den. Mit dem Kissen in Grau. Ja, der ist perfekt. Farblich perfekt. Hier perfekt. Ja, das Holz unten ist jetzt wieder hier ein bisschen blöd. Aber gut. Sollen wir noch so ein Puff da reinsetzen? Der passt nämlich auch voll gut dazu. Könnte auch so ein Teewärmer sein oder so ein Kanten oder was. Ist so ein. Ja, ein bisschen noch was Ausgefallenes hier, ne? Oh, der ist vielleicht auch noch was. Warte mal hier. Guck mal, der da. Der ist auch noch cool. Der ist wieder ein bisschen zu grünlich. Ich kann es aber auch nicht reinmachen, ne? Aber ist halt auch wieder zum Mäusemelken, dass halt da gar nichts passt. Der hier wäre es dann eigentlich, ja. Ja, so eine Mischung. Kann man den nicht so ein bisschen so irgendwie? Das ja, das geht eher mehr in die Richtung, ne? Aber das ist schon das Türkis, das wir auch bei der Lampe haben und so. Ein bisschen heller ist der Sessel, aber das ist schon die Farbe eigentlich. Ja, das ist echt schwierig. Bin immer noch am gucken, ob ich diese Barhocker-Dinger da nehme. Aber wir können die auch eigentlich. Das ist jetzt die Frage, was haben wir denn für eine Bar? Da gucken wir mal da rein, weil die Dinger sind ja auch mal sehr sperrig. Es gibt ja nur die Vierer und die Zweier. Das ist immer auch wieder so ein blödes Ding, weil die mittelgroßen, die gibt es eben nicht und die wären meistens ideal. Es gibt nur Vierer und es gibt nur Zweier. Es gibt aber nicht Dreier. Wie kann man? Wenigstens da haben wir eine, die halbwegs mittelgroß ist. Das wäre ja gar nicht mal so verblödet hier. Das wäre natürlich hier wieder ein Statement. Das wäre ein Statement, ne? Also das wäre eine Bar, also müsstest du die ganze Küchentheke eigentlich so machen. Das ist echt wieder komisch, oder? Wenn man die so macht, das wäre die perfekte Abrundung. Ja, schon krass. Das ist eine eigene Bar hier in dem Ding. Ich finde das Gold gar nicht mal so zu übertrieben, weil das ja auch so ein bisschen das Luxuskrams hier ist, aus der Werkstatt hier. es ist halt schon eher ein bisschen, also es ist schon eine Ecke. Aber guckt mal, selbst das würde sogar gehen, weil da haben wir diesen Stein von der Wand. Das Witzige wäre jetzt, wenn wir hier diesen Stein von der Wand aus dem Batu-Pack nehmen, weil da würde es perfekt passen. Das gucken wir jetzt mal an. Einfach probieren. Ich sag's immer wieder. Ist das der dann da? Ja. Oh, es ist schon ein Lehmding, ne? Es ist schon zu lehmig eigentlich. Aber das würde passen. Aber das ist jetzt wieder was ganz anderes halt. Schade. Aber die runde Bar, die abgerundete Bar, die wäre schon cool. Die würde auch sich so richtig schön da reinschmieren. Du könntest da die Barhocker reinpacken. Und, das ist schon was Cooles. Das wäre schon eine geile Küche, du. Eieiei. Das wäre schon was hier, ne?
Wenn man das noch ein bisschen kombiniert, vielleicht mit den Objekten hier. Ich würde auch eher sagen, drei Lampen dann, ne? Das ist irgendwie auch so eine Fibonacci-Regel. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, googeln. Irgendwie, das ist so ein Dreiergespann. Das ist einfach besser. Zwei ist so. Man macht auch nicht zwei Blumen in einem Strauß und nicht vier Blumen, sondern drei oder fünf oder irgendwas bedeutet dann Tod und das andere Glück und keine Ahnung. Aber so ein bisschen von der Idee her, ne? Also wir müssen den auch noch ein bisschen weiter rüber, sonst kriege ich hier nämlich die Krise. Wenn der da nur mit einer Ecke da auf der Theke hängt, das ist voll komisch. Der würde dann sich so aufbauschen, ballen oder wie immer. Okay, aber das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal hier ein geiles Loft hier oben. Sieht auch aus für die, also ursprünglich war immer angedacht, dass ich mit meiner Klee-WG da reinziehe. Vielleicht machen wir das auch noch. Weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall ist das schon mal eine geile Gemeinschaftsgrotte hier oben. Das ist schon irgendwie, das geht. Man gewöhnt sich auch an alles, ne? Ich weiß gar nicht mal, ob wir da jetzt noch einen Teppich bauen. Also wäre, glaube ich, sogar eher ein schlichter Teppich gut. Aber wenn ich jetzt wieder Teppiche suche, dann kriege ich dann wieder die Krise, ne? Die Dinger sind immer so ein bisschen anstrengend. Oh, der wäre schon mal ganz gut. Aber das geht mir jetzt zu viel ins Schick mit Strick, oder? Aber das wäre so ein Teppich. Man würde den auch da drunter legen. Wenn man sich so ein Steinding auf einen Holzboden stellt, da würde man auf jeden Fall einen Teppich drunter legen. Würde ich mal behaupten. Sonst, ja. Gibt es da auf jeden Fall Kratzer. Das ist so ein schwerer Stein auch noch. Das ist schon heftig. Der wäre auch noch ganz cool. Da hätten wir dieses Geschwungene noch mit drin. Der wird mega gut aussehen. Komm, den nehmen wir, das gekauft. Den nehmen wir für den Esstisch, oder? Ist ein bisschen zu groß eigentlich. Was geht? Dadurch holt sich der Esstisch irgendwie so ein bisschen den Raum zurück auch, finde ich. Der hat so ein bisschen da, hier bin ich, ne? Da müsste man den aber wirklich, oh, das ist echt wieder. Oh, das ist voll fies. Das ist voll fies. Der ist so cool, den nehmen wir auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht, ob wir den hier nehmen oder da drüben. Da wird er natürlich auch mega gut aussehen. So eine richtige Wohnlandschaft mit diesem Teppichding. Das ist schon geil. Der müsste ein bisschen kleiner sein. Der müsste so groß ungefähr sein. Man kann den natürlich verkleinern. Dann nehmen wir so, ja. Wir verkleinern den. Aber mit der Tool-Mod, weil mit dem normalen ist es zu klein. Hier, warte mal hier. Zwei Bauhocker besitzen, alles klar. Vergrößern, verkleinern. Wir machen mal 0. Punkt, das ist schwierig. 8 oder 8,5? Wir machen 8,5. Ja. Schon perfekt. Perfekt hier. Teppich nach Maß. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Der hatte auch was unterm Esstisch. Verdammte Axt. Das kannst du doch jetzt nicht sein hier. Das kann doch jetzt nicht sein. Es sieht sogar viel besser aus unterm Esstisch. Aber das Wohnzimmer, das sieht dann so mickrig aus. Und das Wohnzimmer muss eigentlich ein bisschen gemütlicher aussehen, wie jetzt der Esszimmerbereich, finde ich. Vielleicht könnte man da nochmal, machen wir wieder noch irgendwas mit Deko, damit der auch noch besser aussieht. Steine auf den Tisch. Zum Beispiel. Könnte man machen. Gibt es da nicht sogar auch, irgendwo gab es so eine Türkis-Variante davon, sogar nicht beim Tisch, beim Stein hier. Guck mal an, da gibt es sogar so, ja, da gibt es sogar solche ein bisschen. Da, so was hier. Da, das ist schon wieder hier. Ja, der ist dann natürlich nix, der ist auch zu. Ist auch zu, ich weiß auch nicht, flachsig, wie ich sagen soll. Man könnte nochmal gucken, also wir gucken nochmal hier nach den Farben. Aber bei dem Teppich, das war jetzt hier wieder ein Glücksgriff hier, ne? Muss man auch dazu sagen. Ein wenig Glück gehört auch dazu, zum schönen Bauen. Wir brauchen da noch irgendwie was. Ja, ich weiß auch noch nicht. Oh, der ist auch schön da, der ist auch toll. Das ist leider nur bedingt hier rein. Oje, oje. Was gibt's denn da noch für Farben? Das ist auch nicht so schlecht, der Teppich. Wenn da nochmal in das Grau irgendwie reingeht. Es ist auch zu viel Teppich dann wieder, ne? Ei. Ei, ei. Es ist so viel des Guten. Es ist so viel des Guten. Ja, oder so ein helleren. Aber nochmal Teppich und Teppich dann, das ist schon viel Teppich, ne?
Oje. Was machen wir denn damit? Könnt ihr mir mal ein bisschen hier Feedback geben zu meiner Teppich-Problematik hier? Damit ich muss ja schon so. Ich finde, es geht noch. Es geht noch. So Teppich sind ja auch mal, die sind ja schweineteuer, gerade in diesen Größen natürlich auch. Ich finde das gar nicht mal so verkehrt. So ein bisschen. Es ist so ein bisschen was Verspieltes auch. Und trotzdem hat es irgendwie was, weil auch guck mal, diese Linien, dass das so eingekreist ist, hier, diese Couch. Und da kommt richtig das so. Ne, das passt irgendwie alles. Und das ist die Tür und das ist dann so dieser Schwung. Ich finde das irgendwie cool. Ich weiß auch nicht, der Teppich, das ist echt genial. Mit dem anderen weiß ich noch nicht. Jetzt haben wir mal grob die Aufteilung gemacht. Das müssen wir natürlich noch dekorieren. Das machen wir heute aber nicht mehr. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter mit der Cliff Villa. Daumen nach oben nicht vergessen. Vielen lieben Dank und gerne kommentieren, was ihr euch noch wünscht. Ich freue mich. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.